Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Hans-Jürgen Bäumler ist gar kein Eiskunstläufer. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Jan und Michael. Herzlich willkommen zu einer spontanen Aufzeichnung von Trek Nerds, dem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei wieder live in Farbe und Bunt, nicht vor Monitor, sondern hier in einem kleinen abbrettanten Bereich im Maritimmodell. Hallo Michael. Hallo, man kann sich ja mal in die Augen schauen. Ja. Wir sind ja im perfekten Setting. Jetzt muss nur noch hier so eine Sonika vorbeikommen und dann passt das. Ja, ne? Und dann wären wir wahrscheinlich hier wieder rausgeschmissen aus dem Green Room Bereich, in dem wir jetzt uns gerade ein bisschen zurückgezogen haben. Denn wir sind euch ja noch eine Folge schuldig, nämlich zu Star Trek Lower Decks. Ja, Folge 10 der Staffel 2. Richtig. Wir haben ja ein paar Podcasts hier getroffen, ne? Unsere Freunde vom Discovery Panel waren hier und Tanja, ihr kennt sie vielleicht als Tao Tao von Trek und Gold oder Trekkipedia heißt deren Podcast. Und haben mit dem Starsmut hier gesprochen, haben das Nerdquiz gemacht, war eine rundum tolle Sache. Und was auch alle toll fanden, war diese letzte Folge Lower Decks. Ja, ganz, ganz großartig. Also wieder der Beweis dafür, dass Lower Decks zumindest für klassische Trekkies das Star Trek ist, wo man gerade eigentlich nicht drum rumkommt. Ja, also ich bin völlig begeistert gewesen. Wir können ja gleich ein bisschen mal erzählen, was passiert, beziehungsweise wie wir das so empfunden haben. Und einen kleinen Rückblick auf diese ganze Staffel werfen, die, nachdem sie so in der zweiten Hälfte so ein bisschen den Humor ein bisschen runtergeschraubt hatten und einiges auch ein bisschen ernster wurden, unglaublich an Fahrt aufgenommen hat, an Qualität gewonnen hat. Wir haben es in der letzten Folge ja schon gesagt, das war schon ein Highlight. Und die 9. Folge war das jetzt? Die 10. Folge war jetzt das Finale. Ja, genau, die 10. Folge war jetzt das Finale. Und die war ja wirklich, also was da an Ideen verbraten wurde, ja, und im positiven Sinne, das war schon wirklich ein Knaller. Ja, und ich hatte es in einem Tweet geschrieben, wer jetzt noch der Meinung ist, dass Picard und Discovery gutes Trek sind, nachdem er sowas wie Lower Decks gesehen hat, der muss mir das jetzt ernsthaft mal erklären. Und ich hatte dann einen Aufruf gestartet und habe gesagt, das meine ich wirklich, weil ich stelle ja immer auch diesen Aufruf, meine ich auch völlig ironiefrei. Wenn es wirklich jemand gibt, der das mal uns erklären möchte, dann raus damit. Ja. Schreibt uns an info@nerdizismus.de, kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de/. Ich habe noch ein bisschen Stimmchen von gestern, war lang gestern. Diese halb sechs war draußen. Halb sechs war die Party auf der Con. Mama und Papa haben sich schon Sorgen gemacht. Hast du geraucht? Nein. Und also nerdizismus.de/Discord. Und oder schreibt dem Michael eine WhatsApp und endlich mal eine Sprachnachricht. Sprecht eine WhatsApp. Oder bitte twittert sprecht. Uns an. Also erklärt uns, ja, warum das trotzdem ein gutes Track ist. Erklärt es uns einfach. Und wir meinen das wirklich völlig ironiefrei, wollen da niemanden dissen. Ich habe Feedback bekommen. Ich habe auch ein paar Mails dazu bekommen. Aber keiner hat sich den Discovery oder Pikachu angezogen. Ja, sagen wir mal so. Wir hatten ja gestern Abend noch ein paar Diskussionen, was das anging. Und eine Sichtweise war auch da, dass mit Discovery natürlich jetzt erstmal Trek im Serienuniversum in irgendeiner Art und Weise wieder etabliert werden muss. Und wie kann man es etablieren heutzutage, indem man viel Kohle einnimmt, quasi sehr, sehr viele Schauspieler hat. Dafür muss man es beliebig machen, wie die MCU-Filme und wie vieles andere, was heute gemacht wird. Und das haben sie ja durchaus damit erreicht. Ich meine, wir streiten uns immer darüber, über wie viel Buzz das im Internet erzeugt. Aber scheinbar gucken sich es genug Leute an, dass daraus jetzt dann insgesamt 5 Serien geworden sind. Und das ist dann am Ende so ein bisschen das Einfallstor, um vielleicht am Ende dann etwas wie Lower Decks zu bekommen, was mehr klassisch
Track ist. Einerseits haben wir das Allgemein-Track, was jetzt meinetwegen an die Massen nach draußen geht, für Leute, die noch nichts mit Star Trek in den Hut hatten, was jetzt für uns Old-Trackies nicht so wunderbar ist. Aber dann bekommen wir auch gleichzeitig, wenn es sich lohnt und wenn es nicht zu viel kostet, halt sowas wie Lower Decks. Mhm. Ja, gut, Kosten ist natürlich ein Punkt. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einem der anderen Casts schon mal angesprochen haben. Man erfährt ja nichts über die Zahlen, aber da der Mr. Kurtzman ja einen neuen 5-Jahres-Vertrag gekriegt hat, muss es sich finanziell lohnen. Also von daher. Erinnerst du dich an deine Aussage relativ am Anfang? Der kann nicht lange bleiben. Der wird auch das war nicht meine Aussage. Ich habe nur das Internet zitiert. Ja. Ich habe das Internet zitiert, die ja gerne Kathleen Kennedy bei Lucas, bei Disney ist ja auch angeblich dauernd immer auf schon kurz vorm gefeuert werden. Passiert natürlich nie. Trotzdem hätte man ihm ja den Vertrag nicht verlängern müssen. Ich meine, die Ratings sind weltweit nicht gut im Free-TV, ja, aber auch das ist halt, sag ich mal, es ist keine Serie, die fürs Free-TV geschaffen wurde, genau. Oder selbst fürs analoge Gucken. Ja. Das ist im Streaming-Alter, also Zeitalter sind wir angekommen. Genau, und die es sehen wollen, die haben es schon gesehen, ja. Und dann ist es nichts, wo jetzt im Free-TV das noch irgendjemand dann extra deswegen einschaltet. Das läuft halt so mit. Und klar, da gucken es auch Leute, aber ja. Ich meine, wer will es denn da auch noch schauen? Hat man ja in sowas wie Breaking Bad gesehen, das wurde dann beim ZDF mitten in der Nacht versendet. Mhm. War ein Riesenerfolg. Immer noch einer der größten Hits auf Netflix und Co. Aber im klassischen analogen Fernsehen kriegst du da mit niemanden hin. Hast du deine Musikantenstadelgucker und der Rest geht dann. Ja, stopp, so kann man es jetzt. Mein Onkel ist über 80 und der guckt leidenschaftlich gerne Star Trek. Ja? Der hat jetzt angefangen beim Durchsappen, ist er auf Tele 5 hängen geblieben bei Deep Space Nine und ich war völlig baff, als er bei der letzten Familienfeier dann anfing, plötzlich irgendwie mit mir über die zweite Staffel DS9 zu reden. Ich so, okay. Ich wusste, dass der immer so TOS geschaut hat, jetzt nie gezielt eingeschaltet, ne? Wenn er hat immer geguckt. Aber da muss ich gar nicht, der war da richtig drin. Also von daher, man kann da auch schon, ne, da nochmal so ein bisschen reinkommen. Jetzt sind wir wieder mal abgeschweift, ganz kräftig, über Lower Decks reden. Aber nochmal, wir haben über Lower Decks hier einfach nur Gutes gehört, durch die Bank weg. Und das ist ja dann doch so ein, wie heißt es so schön, so ein Crowd-Pleaser. In dem Fall ist es halt ein Fandom-Pleaser und ihr hört auch passend im Hintergrund ja den Applaus. Wir werden bejubelt hier. Endlich sagen wir mal was Nettes über aktuelle Star Trek. Da gehen die Massen gleich ab. Nein, es dürfte im Hintergrund gerade das Discovery-Panel, also nicht das Discovery-Panel mit Sebastian und Andreas, die sitzen wahrscheinlich gerade im Publikum. Nein, das war jetzt das Panel mit den Schauspielern, was ihr im Hintergrund. Dürfen die gleich alle hier durchkommen, ne? Ach Gott, dann schmeißen sie uns bestimmt hier gleich wieder raus. Wenn die ihre Fotos hier noch machen? Ja, kann gut sein, weiß ich nicht. Ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht verziehen wir uns mal 2 Schritte nach links oder so. Also das heißt, wir haben wirklich nur Gutes über diese Serie jetzt gehört. Von allen, mit denen wir jetzt auf der FedCon gesprochen haben. Und das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, dass es ja geht. Ja. Das lässt mich ja auch hoffen. Ich greife vielleicht ein bisschen das Fazit vorweg, aber das lässt mich ja auch hoffen, nicht für Discovery und nicht für Picard, das Thema ist durch, das ist ja schon im Kasten, ja. Das Thema ist durch im Sinne von, das ist schon gedreht und das ist mehr oder weniger fertig und da wird man sich nicht mehr groß an Lower Decks orientieren können, an dem Erfolg und an dem Fanfeedback, aber ich hoffe, dass Strange New Worlds so ein bisschen Lower Decks Vibes bekommt. Mhm. Ja, das fände ich halt ehrlich gesagt eine tolle Nummer, wenn man da sowas in der Richtung machen könnte. Ja. Es soll ja auch eine Planet of the Week Geschichte werden dabei. Und Lower Decks kriegt es ja auch wunderbar hin, dieses Planet of eigene Geschichte pro Woche zu erzählen und dann im Hintergrund über Charakterentwicklung und einen ganz leichten seidenen Faden doch noch eine Story da reinzuweben. Mhm. Ja, wie ist denn jetzt die Geschichte ausgegangen bei Lower Decks mit den Pucklets und mit Beckett Mariner und mit Bäumler und vor allem mit den Delfinen?
Die Delfine, ich hatte es noch in einer letzten Folge, hatte ich es noch angesprochen. Da wurden sie nämlich erwähnt, habe ich ja gesagt, auf dem Blueprint der Enterprise war das immer zu sehen. Und ich habe mich dann nochmal rausgesucht und habe dann nochmal geguckt. Und da sind sogar, das habe ich völlig vergessen, kleine Delfine eingezeichnet. Okay. Und es sind so 3-4 verbundene Becken über verschiedene Decks, ja, wo also die Delfine dann sozusagen da rumschwimmen können. Ja. Ja. Und ja, völlig vergessenes Detail, wahrscheinlich einfach nur so ein Gag von irgendeinem Grafiker, der das da drin versteckt hat oder so, ja. Und es wird irgendwie aufgegriffen. Also Knaller, ja. Diesmal haben wir sie sogar gesehen. Ja, der Sinn hat sich mir noch ein bisschen entzogen, weil sie halt im Wasser leben und dementsprechend Crewmitglieder sind. Ja, und das ist irgendwie zum Navigieren braucht man das. Okay. Warum auch immer. Auf jedem Schiff oder auch nur auf der Galaxy Class? Das kann ich hier, ja gut, wir haben ja hier eine California Class. Ja, hier sind eine California, also ja, von daher stimmt. Scheint das irgendwie, gut, die Defiant, was hat die denn da drin? Ja? Also, ja, keine Ahnung. Es steht nur irgendwie Oceation Ops oder sowas, wie das Ding heißt. Und ja, da sind halt jetzt hier zwei Delfine mit Uniformen drin. Passend dazu heißt die Serie auch, die Folge auch First Contact. First Contact. Genau. First Contact. Auf Deutsch erster Kontakt. Erster Kontakt. Erster Kontakt. Okay. Ja, genau. Genau. Und ich hätten sie auch erster Erstkontakt nennen können, aber ja. Nee, haben sie nicht gemacht. Ja. Also, die heißt First Contact. Genau. Ja, was passiert denn da in der Folge? Unsere liebe Captain Freeman bekommt eine Promotion oder soll auf ein anderes Schiff promovieren. Das kommt bei der Crew raus und dementsprechend sind alle ein wenig angepisst. Vor allem den Beckett Mariner, die so gerade damit klarkommt, dass sie ihrer Mutter näher ist als seit sehr vielen, vielen Jahren. Sie spoilert das denn der Crew und die Crew ist dann nicht gut drauf. Währenddessen sollen sie ein weiteres Schiff zu einem Erstkontakt begleiten, wo aber einiges schief geht. Dieses andere Schiff wird kommandiert von, wie heißt die, Captain Gomez, glaube ich. Mhm. Und das ist auch ein Charakter aus TNG. Das ist irgendwie, die war nämlich auf der Enterprise dann Fähnrich, wenn ich mich recht entsinne. Zumindest wird sie auch als Lower Decks betrachtet. Ja, genau. Und die hüpft, glaube ich, in 3 Folgen mal durchs Bild und darf irgendwie 2 Sätze sagen oder so irgendwas. Das wissen andere Podcasts ganz sicher genauer. Aber das könnt ihr ja auch mal eben nachschauen, wer das war. Und die ist halt eine Freundin von Captain Mariner, hat ihr ein eigenes Schiff und hat halt das bessere Schiff. Denn die hat eine abgewandelte, wobei ich mir gar nicht, warum soll das denn besser sein? Wobei sie hat eine abgewandelte, ist das Ambassador Glass, glaube ich. Nee, Ambassador Glass ist das nicht. Da gab es auch diese Enterprise B, war ja auch dieses Modell. Excelsior-Klasse ist das, genau, eine abgewandelte Excelsior-Klasse. Die haben da, glaube ich, aber in der Serie jetzt auch wieder einen eigenen Namen. Habe ich aber nicht mitbekommen, wie dieses Schiff heißt. Ja, und das ist halt so der neueste heiße Scheiß. Ihr lebt uns übrigens ohne unser ganzes Zusatzmaterial hier, weil wir einfach nur auf 2 Sesseln sitzen und uns unterhalten. Jetzt kommt raus, wer wirklich Ahnung hat. Ja. Ja gut, ich meine, Notizen dürfen, die sind ja auch gestattet. Es ja, ist alles ja. Gestattet. Es gibt keine Verbote, irgendwas zu machen. Aber in dem Fall haben wir jetzt gesagt, wir schulden euch ja noch die eine Folge und die nehmen wir jetzt eher die Bestellung. Also von daher vielleicht heute ein bisschen weniger Backstory und mehr Eindrücke. Ja. Genau. Eindrücke. Es ist wunderbar, also es geht schief, dieser Versuch zum Erstkontakt, den die begleiten sollen. Das eine Schiff wird, ich habe noch nicht den Vorfall ganz verstanden, der da passiert ist. Es explodiert ein Asteroid, der wird irgendwie getroffen und löst dadurch irgendwas aus, was wie ein EMP wirkt. Genau. Von einem anderen Schiff. Ja, genau. Und das droht dann abzustürzen. Und weil halt so ein Schiff, wenn es auf dem Planeten knallt, jetzt auch ein paar Schäden hinterlässt, wäre nicht nur das schöne Schiff und die Crew futsch, sondern eben auch auf dem Planeten, was bei einem Erstkontakt halt ziemlich uncool ist, wenn man einfach auf den Planeten knallt. Ja, und die Sorita soll zu Hilfe kommen, ja. Weil sie das einzige Schiff in der Nähe ist und verhindern kann, dass der Erstkontakt ein ziemlich ungemütliches Spiel werden wird.
Sie haben aber genau das gleiche Problem wie das Schiff vorher, dass sie durch diesen Asteroidentrümmer nicht durchfliegen können, ohne dass die Hülle elektrisch aufgeladen wird oder die dasselbe Schicksal ereilt. Wo ich mich frage, im Weltraum ist doch sehr viel Platz. Sie können einfach drum rumfliegen, ist egal. Um ehrlich zu sein, genau, das war auch so. Wieso fliegt ja nicht einfach außen rum? Ja, also ja. Ich meine, es dauert Sekunden. Ja, also. Lassen wir das, vielleicht genau. Hat sich's auf so eine große Fläche verteilt. Es ist Mittel zum Zweck, um eine coole Lösung zu finden, wo dann das ganze Team des Cerritos plötzlich zusammenarbeitet, nachdem sie eine Sekunde vorher pisst aufeinander waren. Und dann ein Novum in der Star Trek-Geschichte machen. Und hier setzt nämlich das an, dass Lower Decks durchaus auch sehr, sehr gute eigene Ideen hat. Ja, denn die Cerritos macht sich nackig. Denn sie kommen auf die Idee, dass die Legierung, aus denen das Schiff, die äußere Hülle, dass die halt leitend ist und man deswegen diese Hülle loswerden muss, also muss in Windeseile das komplette Schiff von seiner äußeren Hülle befreit werden. Und das ist wirklich eine neue Idee. Sowas hatten wir noch nicht. Ja. Das wirklich richtig, war auch mal interessant im Grunde genommen so zu sehen. Und das war eine tolle Idee. Also Chapeau vor den Drehbuchschreibern. Da ist vorher noch keiner drauf gekommen. Ja. Kann man echt mal machen. Ja. Und es macht ja auch, okay, man braucht sich über das Techno-Bubble keinen Sinn machen, aber es ist eine coole Idee und es sieht vor allen Dingen sehr cool aus. Der Prozess, der dahin führt, der führt auch noch zu so ein paar Problemchen, denn die letzte Platte kann nicht manuell entfernt werden, so dass die Oceanics oder Ocean Ops einbezogen werden müssen. Ja, denn der Bäumler muss da durchtauchen, ja. In bester Mission Impossible Manier, ja, muss er da durchtauchen oder beziehungsweise er erklärt sich bereit, da durchzutauchen, ne? Ja. Also und schafft es dann natürlich in letzter Sekunde da wieder rauszukommen. Dann habe ich das richtig in Erinnerung, dass die Delfine Uniform anhatten, ja. Und sie hatten einen höheren Rang als Bäumler, waren Lieutenant, glaube ich, oder sowas. Ne? Das fand ich auch sehr schön. Ja. Aber da das Zeug nicht für die Bedienung von Delfinen gedacht war, was auch wieder Schwachsinn ist, denen da irgendwas hinzugeben, was sie noch nicht mal bedienen können. Egal, funktioniert. Bäumler muss tauchen. Bäumler geht fast unter und die Cerritos dann kann so ganz knapp den Tag retten, was natürlich die Lehre des Ganzen ist für Captain Freeman. Ja, ich habe mich hier eigentlich immer schon wohl gefühlt. Home is where your heart is. Und sie entscheidet sich, da zu bleiben. Und es gibt einen Cliffhanger. Ja, das ist richtig. Das werde ich mal als gutes Zeichen, dass es eine dritte Staffel geben wird. Ja, die wurde schon länger. Okay, alles klar. Ich hab mich da noch nicht so schlau gemacht. Was ist denn der Cliffhanger? Der Cliffhanger ist, dass das Sternflottenpersonal ankommt, nicht um Captain Freeman zu befördern, sondern um sie festzunehmen. Ja. Denn während diese ganzen Sachen passiert sind, haben die Paklets mit Hilfe von den Klingonen irgendeinen Angriff gestartet und dafür Captain Freeman geframed. Ja, denn in der vorletzten Folge irgendwann, als ja dieser Spion an Bord war und die Cerritos bei dem Paklet-Planeten war, da soll sie angeblich mit denen konspiriert haben und da den Angriff also sozusagen mit initiiert haben. Ja, es bleibt spannend. Das heißt, wir bekommen zur Premiere keine Action-Folge, sondern eine Gerichtsfolge. Eine Gerichtsverhandlung. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, richtig, das fehlt ehrlich gesagt in den ganzen Klischees, die sie bisher schon verwurstet haben, ist eine Gerichtsfolge noch nicht dabei, richtig, ja. Doch, sie hatten bei den Klingonen einmal sowas. Ja, okay, ja. Gut. So ein aber so die Anklage vor der Sternenflotte gab es noch nicht. Ja, ja, stimmt. Das könnte natürlich sehr spannend werden. Ich habe es vorhin ja im Anfang schon gesagt, seit sie so ein bisschen den Humorfaktor einen Ticken runtergedreht haben, funktioniert es auch noch mal ein Stückchen besser als vorher, ohne dass es und bei mir funktioniert auch mal langsam auch der Humor, den noch übrig ist, definitiv besser. Also ich habe so, das allzu Klamaukige ist so ein bisschen raus. Es ist mehr Situationskomik, auch mehr Wortwitz drin als vorher. So gefühlt, ne, ich habe es nicht gezählt, aber gefühlt. Und sie haben so ein bisschen ihren Rhythmus gefunden. Ja, richtig. Und ich meine, das muss jede Serie am Anfang machen. Viele Serien brauchen dann deutlich länger dafür und früher hatte man einfach dann seine 24 Folgen dafür. Jetzt sind wir bei Folge 20 und sie haben so ihren Rhythmus gefunden und das klappt immer besser. Diese Mischung aus Drama und Comedy,
Dramedy, das klappt richtig gut. Und wenn sie dann weiterhin solche Storys bringen, die noch viele eigenen Ideen mit auf den Tisch bringen, dann bin ich noch mehr begeistert von dieser Serie. Ja, also das muss man jetzt mal wirklich sagen, ne? Das schon von der ersten Staffel, das Finale war furios. Ja. Da hat mich die Serie dann wirklich endgültig abgeholt. Die ersten paar Folgen, die ersten Mal war ich noch ein bisschen skeptisch, aber dann war wirklich, da hat sie mich abgeholt und dann hat die zweite Staffel eigentlich durchweg das Niveau gehalten und jetzt gegen Ende nochmal erhöht. Also von daher, ich bin wirklich ganz angetan davon, freue mich auf eine dritte Staffel. Gibt es da ein Datum für? Ich denke, es wird so ungefähr wieder ein Jahr, anderthalb Jahre dauern. Okay. Die werden in ihrer Produktion sein. Pandemie ist ja noch nicht ganz vorbei. Also werden sie hier sicherlich noch ein paar Verzögerungen drin haben. Aber ich könnte mir vorstellen, so in einem guten Jahr, anderthalb Jahren, könnten wir es wohl sehen. Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Was dabei rauskommt, dann wirst du eigentlich das Prodigy mal reinschauen? Zumindestens reingucken. Mhm. Es soll ja ein Star Trek für eher die jüngere Generation sein und für welche, die noch nichts mit Star Trek am Hut haben. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber ganz ehrlich, Chakotay soll ja jetzt mitmachen. Ja, ja. Du und Janeway ja irgendwie auch. Aber ganz ehrlich, das ist eine Serie. Das gibt ja jetzt auch so eine Nummer auf Netflix, nochmal so eine CGI-Serie für He-Man. Ja. Auch nochmal definitiv für Kinder. Da werden wir im Stream, ich glaube Ende November drüber reden, wenn wir dann uns den zweiten Teil von Masters of the Universe Revelations reinziehen. Ich habe da reingeguckt, die ersten zwei, drei Folgen von diesem He-Man-Ding, das ist nicht meins. Aber es muss ja nicht schlecht sein, es ist halt einfach schlicht und ergreifend nicht mehr für andere mich. Zielgruppe. Genau, und es ist überhaupt nicht für mich gemacht und soll es auch gar nicht. Und ganz ehrlich. Und wenn sie Discovery so verkauft hätten, so verkauft, wie sie jetzt Prodigy verkaufen, dass es nicht unbedingt das Classic Track ist, sondern dass es damit neue Zielgruppen, neue Zuschauer erreicht werden wollen, wäre ja gut gewesen. Ja. Aber man hat halt nach den ganz vielen Jahren einfach gedacht, okay, jetzt kommt eine Star Trek-Serie raus. Ist aber kein Star Trek. Ja, das ist vielleicht so die Erwartungsmanagement. So ein ganz neues, wichtiges Business Customer Board. Wir müssen beim Kunden Erwartungsmanagement betreiben. Und ja, das hätten sie durchaus mal ein bisschen machen können. Und hier ist es jetzt aber eher so, dass die Prodigy-Geschichte, ich gucke da mal rein, aber ja, ich gucke da mal rein. Ja, ich werde es aber, wenn mich das nach ein, zwei Folgen nicht irgendwie anmacht, dann, ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt ein Datum für, wann das bei uns kommen soll? Und wird das dann auch auf Nickelodeon laufen? Weil Nickelodeon hätte ich ja sowieso gar nicht. Also von daher. Gute Frage, keine Ahnung. Ja, weiß gar nicht, ob das dann irgendwo anders laufen wird. Ich werde mir dafür ganz sicher keinen extra zusätzlichen Streamingdienst besorgen oder sonst irgendwas. Also nee, das lasse ich mal außen vor oder guck halt mal so ein bisschen rein. Ja, jetzt hört es sich wirklich so an, als wäre das große Panel da vorbei. Ja, und das ist nämlich für uns auch das Stichwort, dass wir jetzt auch langsam ein bisschen zum Schluss kommen müssen, denn wir haben ja noch was vor. Wir habt ja bei uns im Stream gesehen, dass wir die Enterprise aufgebaut haben von Playmobil und die wird jetzt hoffentlich unter genauso tosendem Applaus gleich versteigert werden. Das heißt, wir haben alle Unterschriften bekommen, das heißt, die komplette Discovery Crew, soweit sie anwesend war, hat unterschrieben. Also, wer ist drauf? Stamets Anthony Rupp ist drauf. Dann ist Detmar drauf. Der Patrick Kwong-Chok. Du hast ja Genesis, oder wie der heißt. Dann die Sarah Mitchie oder sowas, die Ariam gespielt hat, beziehungsweise jetzt die Nelson oder so. Also ihr merkt schon, es ist kein, auch diesen Test habe ich gemacht. Im dritten Jahr Discovery konnte mir hier auf der Con niemand die komplette Brückencrew runterbeten. Das kennt einfach keiner, ja. Michael Burnham, also Sonequa Martin-Green hat unterschrieben. Stamets hatten wir schon. Book, richtig, genau. Book hat unterschrieben. Dann war da die Schauspielerin aus Picard, Sochi, die Sochi gespielt hat, die hat auch unterschrieben. Und ja, dann haben noch ein paar Stargate-Leute drauf unterschrieben, die haben aber auf den Schiffskörper unterschrieben und nicht auf die Untertassensektion. Das haben wir dann schon getrennt. Da sind aber tolle Unterschriften drauf, wie zum Beispiel von Jewel State, das Firefly,
Oder auch Stargate Atlantis, ne? Ja, Stargate Atlantis, genau. Dann haben wir Joe Flanagan, der den Major John Shepard gespielt hat, ja, in Atlantis. Und noch einen aus Stargate Universe, ne? Nee, David Nickel ist auch Stargate Atlantis. Aber auch Stargate Atlantis, ja. Okay, es ist schon so lange her, dass ich das gesehen habe. Jetzt ist die Stelle, an der du mal wieder ankündigen kannst, dass du eigentlich da mal einen Podcast zu machen wolltest, ja, der seit 5 Jahren nicht erscheint. Es gibt Gerüchte, die Gerüchteküche brodelt, dass da irgendwas wieder in der Mache ist. Roland Emmerich wollte vor ein paar Jahren ja mal Sequels machen, das hat sich, glaube ich, wieder im Sand verlaufen. Aber es gibt so ein paar zumindestens Andeutungen, dass in Richtung Stargate-Franchise in den nächsten Jahren wieder was kommen könnte. Ich glaube, jeder durchforstet gerade seine IP-Schubladen und guckt, wo er noch irgendwie was rumfliegen hat, was er machen kann. Ja. Ist ja MGM, also müsste es auch mittlerweile, das hängt dann auch bei Amazon jetzt, oder? Kann gut sein, ja. Kann gut sein. Ja. Ist gut möglich, weiß ich aber nicht hundertprozentig. Ja, deswegen haben wir ja hier die ganze Aktion gemacht und jetzt gehen wir gleich auf die Bühne, beziehungsweise erstmal runter und hinter die Bühne und dann wird uns der Benjamin Stöwe freundlicherweise dabei unterstützen. Also an der Stelle auch schon mal vorher vielen Dank im Voraus schon mal, Benjamin, dass du uns da ein bisschen mit der Moderation unterstützen wirst. Und bis wir noch 2-3 Minuten, die wir noch haben, FedCon, jetzt warst du mal 2 Tage da, und sagst du? Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, ja, ne? Ja, so der Abend, auch wenn ich jetzt nicht so lange wie du ausgehalten habe, hat Spaß gemacht, ein paar Leute kennenzulernen, vor allen Dingen am Abend sich mit ein paar sehr interessanten Leuten zu unterhalten und auch mal wirklich, also das hat man ja durchaus schon mal, also auf Partys, dass man den einen Nerd findet, wo man tief über eine Serie oder irgendwas solch ein Thema reden kann, aber ja, halt, da ist das richtige, die richtige Zielgruppe, da kannst du jeden ansprechen und 2 Stunden lang über gewisse Nerd-Themen reden, ne? Richtig, ganz genau. So dass ich mich auch 1-2 Mal auch dann zurückgezogen habe, weil ich jetzt ehrlich gesagt einfach mal, weil jetzt mal nicht über Star Trek oder sonst irgendwas reden sollte, weil da rede ich mich immer nur in Rage und ich kann ja sagen, hört unseren Podcast. So, in diesem Sinne würde ich sagen, war das heute ein kleiner Nachklapp. Ja, das war jetzt nicht in der epischen Breite, wie wir sonst immer über die Folgen sprechen. Verzeiht uns das ein bisschen, wir hatten ja wirklich ziemlich viel im Vorfeld auch zu tun. Das Quiz musste fertig werden, was immer eine Riesenarbeit für den Michael ist. Und was aber ziemlich geil geworden ist, also das Video könnt ihr hoffentlich auch bald sehen, von das, wo das Discovery Panel gegen Starsmoot hier gespielt hat, wie es ausgegangen ist, werden wir euch hier nicht verraten, weil da wird bestimmt noch das Video dann kommen. Es war auf jeden Fall sehr spaßig und spannend bis zum Schluss. Und ja, deswegen an der Stelle verzeiht uns einfach ein bisschen, dass das heute kürzer ist. Wir geloben Besserung. Ihr könnt auch schon mal einen kleinen Kreuzchen in euren Kalender machen, nämlich für, ja, wenn es dann losgeht mit Star Trek Discovery. Da habe ich auf YouTube schon mal ein paar Livestreams terminiert und eingestellt. Könnt ihr ja schon mal ein kleines Erinnerungsbutton drücken und euch schon mal da vormerken. Denn auch so wird es sein wie immer, dass wir praktisch dann 2 Folgen abwarten und dann machen wir unsere erste Folge. Vorher wird aber nochmal eine Sonderfolge rauskommen, die wird aber dann sozusagen nur ein Zusammenschnitt der 2. Staffel von meinen Recaps sein. Also da werde ich mir alle, ich das im letzten Mal gemacht habe, der 3. Staffel, da werde ich also alle Recaps nehmen, in eine Folge packen und die kommt dann irgendwie so ein paar Tage, bevor dann die 4. Staffel losgeht. Ja, die jubeln schon wieder deswegen. So, in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns auch für 20 Minuten eure Ohren geliehen habt. Ja, so kurz sind wir normalerweise eigentlich nicht. Abo da lassen, nicht vergessen. Und natürlich auch mal Freundinnen empfehlen, was ihr so auf eure Ohren gebt. Das lohnt sich natürlich immer und schickt dem Michael doch endlich mal eine Sprachnachricht, Herr Gott nochmal. Ja, ich glaube nicht mehr dran. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Sinne, dann gehen wir jetzt mal auf die Bühne. Versteigern für eine Jote Zweck die Enterprise, hoffen, dass wir richtig viel Kohle rausholen und dann hören wir uns bald wieder. Ciao. Tschö. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.